Vergiss es. Ich verschwinde. Wir haben kaum noch das Zeug hier. Mir reicht's, ich verschwinde. Ruf, wenn ihr ihn seht. Nö, ich rufe nicht. Kannst dich nicht ewig verstecken. Ich kann es zumindest versuchen. Renn schön weiter. Du kannst dich nicht verlangen, dass sie dich Hilfe! Er ist geschickt. Er ist einfach so verschwunden. Da bist du ja. Wir wissen, dass du hier bist. Zu den Waffen! Verdammt! Renn ihn nieder! Feuer! Hi! Oh, der Knau. Vorsichtig! Ich werde dich finden. Na los, stirb schon in das! Und wir werden dich finden. Aha! Umzingelt ihn! Hierher! Irgendjemand! Zieh doch ihn erst im Fluss lang! Ich versuche ja wie gesagt niemanden zu töten, deswegen muss ich immer durch die Gegend rennen wie so ein kleines aufgeschrecktes Hühnchen. Keine Sorge, ich finde dich schon noch. Denkst wohl, ich könnte dich nicht hören. Stirb, bist endlich. Du ja. Und wir wissen, dass du hier bist. Und wir werden dich finden. So. Ich weiß, dass du hier bist. Ich weiß auch, dass ich hier bin. Und ich kratze mich gerade. Ich würde mal ein Versteck auffinden. Ich weiß, dass du hier bist. Ich weiß auch, dass ich hier bin. Du kannst dich nicht mehr lange verstecken. Nicht? Wir wissen, dass du da bist. Renn, deine Ratte. Ich will aber nicht rennen. Helf mir, ihn zu finden. Ich weiß, dass du hier irgendwo bist. Ich hab genug, ich hau ab. Ich habe die gar nicht getötet. Das will man mir nur anhängen, Mann. Okay. Der rennt immer noch jetzt da rein und raus. Aufpassen. Hier schleicht die Welt. Da drüben. Zu den Waffen! Hüa! Meinst du, du bist... Vorsichtig! Hüa. Hier ist er! Attentäter! Hilfe! Macht ihn fertig! Friss mein Stahl! Nimm das! Tschüss! Umzingelt ihn! Ja. Zieht auf die Beine! Was ist das? Und bitte tun Sie mir nichts. Ich bin nur eine Geschäftsfrau. Hilf mir doch jemand!
So. Ich weiß, die Betten werden knapp, aber ich brauche ein Zimmer für das Kind. Sie ist wichtig. Wichtiger, als ihr euch vorstellen könnt. Und sie ist schon einmal geflohen durch den VIP-Eingang. Deswegen beschloss ich, den Generalschlüssel an mich zu nehmen. Wir müssen uns ums Mädchen kümmern, auch wenn sie ein freches Girl ist. Ich will sie in ihrem eigenen Zimmer sehen, Madame Dings irgendwas. Okay. Lord Morgan Pendleton, bla bla bla. Mr. Burnington im Pettizimmer. Ist der Stock? Mr. Bunting mit Patty. Oh. Ah, das ist gut. Ist halt doof, dass ich jetzt wieder die Leute umbringen musste. Habe ich jetzt eigentlich sehr ungern nur gemacht. Ich hoffe, ich bin jetzt hier richtig. Wie ich es vermute, wo ich vermute, dass er da ist. Ich speichere mal, auch wenn es jetzt doof war. Und ich mindestens, glaube ich, 3 Leute umgebracht haben. Das ist ärgerlich eigentlich. Wer bist du? Warum trägst du eine Maske? Carvo? Carvo, du bist es! Du trägst eine Maske, um herumzuschleichen, richtig? Sie sagten mir, du wärst geköpft im Gefängnis, tot, wie Mutter. Das scheint so lange her zu sein. Aber du bist nicht tot. Wir können gehen. Ich bin zweimal fast entkommen. Es gibt eine bestimmte Tür für bestimmte Leute. Ich zeig sie dir. Und wenn uns jemand aufhalten will, kämpfst du mit ihm. In die Richtung. Okay. Jetzt muss ich sogar. Ich will aber nicht. Noch weiter runter. Ich kriege schon fast einen Drehwurm. Damit wir von hier verschwinden können. Dieses Haus liegt am Fluss. Du bist mit einem Boot gekommen. Ich warte beim Boot auf dich. Ich kenne den Weg. Keine Sorge. Gut. Oh, wir haben sie endlich gerettet. Die gute, gute, liebe Emily. Wir haben sie wieder. Yay. Richte das jetzt auf eine Person um. Nutze es, um Geheimnisse zu hören. Ja, das haben wir ja schon herausgefunden. Leider haben wir natürlich jetzt nicht alle Ruhen oder sowas. Ach, die Alte. Nein, nein, nimm nichts mehr. Ich habe getan, was du mir aufgetragen hast, aber sie hören einfach nicht zu. Gib mir noch eine Chance. Bitte, Liebling, lass es mich dir beweisen. So. Danach decken wir uns erstmal wieder ein mit genügend. Moment, wo war das nochmal? Nee, Moment, das war's nicht. Ich hab dich gehört. Das wollte ich nämlich eigentlich gar nicht, ich wollte das hier.
So ein bisschen als Ratte rumrennen. Sieht nach einem Herumtreiber aus. Oh, wir haben es gerade noch so geschafft. Ich hoffe, ich bin auch richtig. Das weiß ich nämlich jetzt gerade nicht. Aber ich denke mal schon. Da oben steht wer. Kann ich mit dem verhandeln oder sowas? Spiel speichern. So. Wollen Sie sich mal ansehen, was ich gefunden habe? Gute Preise, versprochen. Okay. Okay, Bauplan. Sammle Baupläne, um neue Verbesserungen und Ausrüstungsgegenstände Imperius. Pieros Werkstatt beim Hornpitz Pub freizuschalten. Jo. Noch eine und. Sei ja so viel wie wir können. Weil die finde ich nämlich weitaus effektiver als alles andere. Hungrig ist keine Flusskriecher. Du wirst sterbenskrank. Ah ja. Achtung, Bürger von Dunwall. Dieser Bezirk steht ab sofort unter einer Walhöhlausgabesperre. Die Einhaltung wird strengstens durchgeführt. Sind das Weine? Wie gesagt, ich will niemanden töten. So. Wir sind zurück. Sind Sie bereit für die Rückfahrt, Corvo? Ja. Sie haben ja nicht lange gefackelt. Steigen Sie ein. Nein, ich will die Mission nicht wiederholen, auch wenn ich jetzt nicht alles gefunden habe, was ich hätte finden können. Nee, wiederhole ich nicht nochmal. So. Ein erfolgreicher Falkenangriff in meinen Sturzschaden und ist lautlos. Okay. Aber es ist ein Falkenangriff, ist töten und das will ich nicht. So, ihr Tagebuch findest du... Hoher Besuch, yay. Yeah. Sie haben Ihre Angelegenheit erledigt, Corvo? Es steht mir nicht zu, darüber zu urteilen, doch wenn jemand sein Schicksal verdient hat, dann waren es diese Pendletons. Von welcher Angelegenheit sprechen Sie? Oh, ich, Angelegenheiten für Erwachsene, mein Kind. Ich meine, Eure Hoheit. Vergebt mir. Kein Problem. Ich habe in der Golden Cat von erwachsenen Dingen gehört. Oh. Ich sollte mich darauf konzentrieren, dieses Boot zu steuern. Lady Emily, ich bin Callista. Ich werde für Sie sorgen, solange Sie bei uns sind. Freut mich. Freut mich auch. Wollen Sie jetzt in meinem Turm sehen? Kann ich sehen? Ja, gerne. Sie werden es sehen. So wie den ganzen Houndpits Pub. Gut. Ich glaube, hier gefällt's mir. Ich gehe mit Callista, Corvo. Wir sehen uns später. Sie beeindrucken mich immer wieder aufs Neue. Nur mit einer Klinge bewaffnet haben sie den Lauf der Stadt für immer geändert. Und nach dem Ende der Zwillinge
wird Lord Pendleton für Sie im Parlament abstimmen. In einer Nacht haben Sie mehr getan, als die meisten Männer in Ihrem ganzen Leben. Ich muss noch etwas mit Ihnen besprechen. Doch zuerst bittet Lord Pendleton um eine Unterredung. Jo, aber wir haben jetzt nochmal eins dazu bekommen. Jetzt haben wir drei wieder. Windstoß. Mächtiger Wind, der Gegner zurückdrängt oder umwirft. Außerdem Türen zerschmettert. Ich könnte aber auch was davon erhöhen. Das bräuchte ich 5. Ich glaube, ich spare mal lieber darauf. Muss er jetzt so? Die Vorräte von Sokolovs Elixier sind dramatisch geschrumpft. Normale Bürger dürfen nur noch eine halbe Dosis pro Tag erwerben. Sagen Sie mir einfach, was Sie brauchen. Okay. Neue Verbesserung erhältlich, der Bauplan von Piero gebracht. Der Bauplan, den du Piero gebracht hast, schaltet die Verbesserung frei. Maskenobjekt. Optik. Ach, Objekt. Oh Mann. Verbesserung. Wir haben nicht mehr genug Münzen, weil wir zu viel gekauft haben. Aber macht nichts. Oh, hier sind die Betäubungspfeile sogar billiger. Ich bin ja doof, ne? Na egal. Corvo, die Verschwörung der Kaisertreuen dankt für ihre Arbeit. Ich weiß nicht, ob ich es kann. Meine Brüder. Wir glaubten nie, dass sie der Mörder der Kaiserin sind. Wir wussten, es ergab viel mehr Sinn, dass der jetzige Lordregent hinter dieser Sache steckte. Unterstützt von einigen seiner Vertrauten. Wir haben viel Geld investiert und uns in Gefahr begeben, um sie aus dem Gefängnis zu befreien. Aber wir taten es, weil wir glaubten, dass sie es sind, der die Wende bringen kann. Ach, und Havelock sucht nach ihnen. Ah, ja. Muss der jetzt so? Okay, der ist drin. Oder wie? Nö. Doch. Ja, er ist drin. In Ordnung, mein Freund. Martin hat unsere nächste Aktion geplant. Eine Fußnote in Campbells Tagebuch besagt, dass die Geliebte des Lordregenten Modell saß für Sokolov, Maler und kaiserlicher Arzt. Er wird uns ihren Namen verraten. Sokolov verbringt die Hälfte seiner Zeit auf der Cordwin-Brücke über dem Fluss. Allerdings müssen sie sofort aufbrechen, denn noch ist Sokolov in seiner Wohnung auf der Brücke. Samuel kann sie dicht an die Brücke bringen, aber sie müssen Sokolov allein finden. Bringen Sie ihn lebend hierher, dann ermöglicht er uns unseren nächsten Schritt. Ich kann kaum glauben, was Sie schon geleistet haben. Die Flucht aus Coldridge, das Ende des Oberaufsehers, Emilys Rettung. Sie erfüllen diesen alten Offizier mit Stolz. Das ist alles. Ah ja, doch so viel. Ich gehe mal nach oben. Ich will wissen, ob ich da die Kleine sehe, wenn ich ganz hoch gehe. Weil es ja eigentlich hier unser Zimmer, glaube ich, ist. Das hier oben. Okay, Entschuldigung,
Corvo, vielen Dank, dass Sie mir ein Leben in Weina organisiert haben. Ein unschätzbarer, wertvoller Fund für meinen alten Freund an der Akademie der Naturphilosophie, weil Lebenexemplare nur schwer aufzutreiben sind. Sie können sich sicher sein, dass mein Kollege die Situation so mehr menschenwürdig wie möglich handhaben wird. Piero. Cool, Betäubungspfeile. Noch mehr Betäubungspfeile. Yay! Ein mystisches Ratten, ein mystisches Rattenartefakt. Wo soll jetzt die Kleine sein? Achtung! Behindern Sie die Offiziere der Stadtwache oder die Stelzenläufer nicht bei ihrer Arbeit. Die Stelzenläufer? Die Stadt ist noch nicht sicher. Es gibt ja noch Stelzenläufer. Okay, schlafen können wir schon mal nicht, weil wir haben keine Matratze. Ach, da hinten. Wir gehen mal zu ihr. Callista, ich will mich jetzt nicht umsehen. Natürlich, wir zeigen es Ihnen später, in Ruhe. Ich frage mich, ob meine Mutter noch lebt. Ich sah, wie sie die Klinge traf, aber vielleicht hat sie überlebt und sich erholt. Wäre das möglich? Es tut mir leid, Emily. Aber sie hat nicht überlebt. Oh. Sind sie zur Beerdigung gegangen? War es eine schöne Feier? Ein Zug von Kutschen rollte durch die Stadt. Es war wunderschön. Blumen überall. Und Tausende weinten, weil sie sie so vermissen. Hätte ich's doch gesehen. Tut mir leid, Liebes. Ich habe alles vorbereitet. Stundenpläne, Tagesablauf. Wir gestalten ihr Leben hier so normal wie möglich. Die Schrecken, die sie sah. Aber all das ist bald vorbei. Sie standen in einem Kreis um die Kerzen und rissen sich die Hände, um ihren Park zu besiegen. Das Blut zischte, als sie in die Flammen tropfte. Sie und ihr Onkel, die letzten Mitglieder der Connors. Sie sieht mehr, als sie sah. Kleine Lady Emily. Oh, Emily. Ihre Kindheit ist verloren. Sie wurde zu einer Schachfigur in den Spielen der Erwachsenen. Sie wurde mit Keksen und Ochsenmilch bestochen, beruhigt mit Geschichten von Magie und Seefahren. Alles, damit sie in einer Zeit des Chaos ihren Verstand behält. Sie verbirgt ihre Ängste. Sie sucht jemanden, dem sie vertrauen kann. Sie hängt an den Dingen ihrer Kindheit, doch sie bringen ihr nur kurzen Trost. Sie dieser Ort ist nicht so schön wie die Golden Cat, aber mir gefällt er trotzdem besser. Man sieht den Tower auf der anderen Seite des Flusses. Dort starb meine Mutter. Manchmal denke ich an den Mann, der meine Mutter erstach. Wer war er? Ich wohne hier also in einem kleineren Turm? Gute Vorbereitung. Ich mag Samuel. Vielleicht machen wir bald wieder eine Bootsfahrt. Okay. Auszug aus einem Buch über Feste und Feiertage. Ah, ja. Na, komm schon. Auszug aus den ersten Seiten eines fiktionalen Werkes. Okay. Das könnte Aua tun. Kann ich eigentlich hier runter? Jo, hier konnte ich runter. Okay, aber ich würde mal sagen, ich mache hier dafür erstmal Schluss. Wir haben jetzt Emily ja wieder bekommen und ja, mal gucken, wie es jetzt weitergeht.
Unsere nächste Aufgabe wird jetzt auch hier lustig. Und ob wir vielleicht noch ein paar Runen finden, um statt Tiere Menschen zu beherrschen. Wäre ja schon mal eine ganz andere Sache, ne? Ja. Und bis dahin würde ich sagen, bis wir halt mal wieder das Vergnügen alle haben, dass ich weiterspiele. Und dass ich vielleicht diesmal nicht vergessen werde. Ja, bis dahin würde ich sagen, man sieht sich, man liest sich, man hört sich. Ciao.